Astrid Rössler, die Umweltsprecherin der Grünen, ist nun an Bord. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und Zuseherinnen, Zuseher an den Bildschirmen. Was sind die wichtigsten Ziele des Umweltbudgets? Vielleicht ist immer die Vorstellung viel Geld, viele gute Maßnahmen. Beim Umweltbudget behaupte ich, es ist gemischt. Es ist nicht nur das Geld, es ist vor allem die Ambition und es ist die Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, um den Umweltinteressen wieder etwas mehr Kraft zu verleihen. Und da dienen am besten die Wirkungsziele, wie sie formuliert sind im Umweltbudget, um diesen Blick zu schärfen, was denn die dringendsten Maßnahmen sind. Innovative Umwelt- und Energietechnologien sind genannt worden. Hier geht es auch um die Förderung von guten Umweltstandards in der Produktion, aber auch die sozialen Standards von Produktion, die Verbindung. Heißt aber auch Produktion möglichst nahe, Regionalität heißt geringe Transportdistanzen und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Also Produktion, Ressourcenverbrauch und Arbeitsbedingungen und Transport ist ein wichtiger Aspekt. Der zweite Punkt, wo sind denn die größten Hebel? Bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen, abgesehen von innovativen Technologien, abgesehen von Umstieg auf erneuerbare Energien, ist es natürlich die Effizienzsteigerung. Wir reden immer vom Ausbau der Energien. Wir müssen aber auch realisieren, dass bis 2040 eine Halbierung des Gesamtenergieverbrauchs das Ziel ist. Wir werden nicht alles schaffen, wenn wir immer nur in Ausbauszenarien, vor allem auch nicht bei der erneuerbaren Energie, ausschließlich im Ausbau. Wir müssen wesentlich effizienter werden. Die wichtigsten Hebel im privaten Bereich sind die Mobilität, das Wohnen, aber auch die Ernährung. Das sind nicht Dinge, die man kauft oder investiert. Das sind natürlich Rahmenbedingungen, um zu schauen, was braucht es für den Umstieg auf erneuerbare Energie und den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität, das Angebot schaffen. Da sind die Gemeinden unsere wichtigsten Partner. Die Gemeinden legen fest, wo werden Flächen gewidmet, wo ist die nächste Haltestelle zum öffentlichen Verkehr. Also dieser Zusammenhang zwischen Raumordnung, Mobilität, Klimaschutz und Energieverbrauch ist extrem wichtig. Das heißt, wir brauchen alle im Boot, wir brauchen die Gemeinden und die Länder wesentlich stärker als bisher. Und das ist Kooperation. Im Umweltschutz brauchen wir zuerst Kooperation und dann die richtigen Mittel an den richtigen Stellen einzusetzen. Dritter Hebel, Biodiversität. Es betrifft wieder das Thema Flächenverbrauch. Hier sind wir in den Indikatoren wesentlich zu hoch. Flächenverbrauch reduziert unsere landwirtschaftlichen Flächen, reduziert den Erholungswert der Landschaft, reduziert aber auch vor allem ganz dramatisch die Artenvielfalt. Auch wir in Österreich. Was ist der wichtigste Hebel? Auf den privaten Flächen, aber natürlich auf den öffentlichen Flächen. Und natürlich müssen wir auch die Landwirtschaft ins Boot holen und eine Agrarpolitik machen, die es ermöglicht, auch extensive Bewirtschaftung, auch Artenschutz auf den landwirtschaftlichen Flächen zu ermöglichen. Und das muss man fördern. Das kann man nicht alles nur durch logistische Maßnahmen. Es muss auch sozusagen die Landwirtschaft als Partner im Boot sein. Vierter wichtigster Hebel, nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Das ist das Thema Beschaffung. Nachhaltige Beschaffung ist ein Riesenhebel in der öffentlichen Beschaffung auf allen Ebenen des Verwaltungshandelns. Natürlich, hier ist der Aktionsplan für eine nachhaltige Beschaffung bereits in Ausarbeitung. Der zweite wichtige Hebel ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Längere Nutzungsdauer von Konsumgütern, Reparaturfähigkeit, ein Kreislaufwirtschaftspaket, das auch in der kommenden Abfallwirtschaftsgesetznovelle vorgesehen ist. Und das Thema Lebensmittelabfälle. Wir übersehen, und auch das kann man nicht kaufen, dazu brauche ich Rahmenbedingungen, ich brauche aber auch Bewusstseinsänderung und Bewusstseinsschärfung. Die Lebensmittelabfälle auf der gesamten Produktionskette sind unglaublich hoch. Hier ist ein Riesenpotenzial, um es zu reduzieren. Nicht nur bei der Produktion, nicht nur beim Handel, sondern leider auch ganz stark in den Haushalten. Wir haben gigantische Mengen an Lebensmittelabfällen, genießbaren Lebensmittelabfällen im Hausmüll, leider. Es braucht daher nicht nur das Budget, es braucht vor allem eine engagierte Umweltpolitik, an der Spitze eine engagierte Umweltministerin mit einem super Ministerium. Ich wünsche
Ihnen, dir, liebe Frau Ministerin, ich wünsche dir den Elan und die Geduld, aber auch das Durchhaltevermögen, das es da braucht.